Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia. Wir sind mitten wieder im Geschehene. Langsam wird es ein bisschen kritisch. Vater Mau, den haben wir ja schon Was? Habe ich vergessen, die zu heilen? Ups. Dann habe ich jetzt ein kleines Problem, nicht unbedingt, aber habe ich die vergessen zu heilen? Ernsthaft? Upsala. Allein das wird schon 4000. Ja, bei ihm wahrscheinlich weniger. Gut. Zack. Ja, vieles geschehen, das stimmt. Ja, das stimmt.
So, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, was Ron uns zu sagen hat. Nein, der Schinnplatz, diesem Schinnstühlchen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Es ist entscheidend, dass Mama so belassen wird, wie es ist. Es ist ein großes Glück, Unglück. Ja, stimmt, das ist warm, nicht schlecht. Finde ich gut.
So, da er jetzt natürlich unser treuer Begleiter weiterhin sein wird. Haben wir ihn jetzt schon fertig. Die beiden werden nicht zusätzliche Angriffe bekommen, auf jeden Fall nicht. Aber die werden wir auch komplett alles später fertig machen. Wir würden alles. Er wird auch jetzt eine Weile uns begleiten, auf jeden Fall. Wir werden jetzt auch mal gucken, welches Mana-Ei er am besten kriegen würde. Wäre gar nicht so schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Mindestens mit Zap All, aber Hauptsensor kann auch heilen. Das wird auch wichtig sein. Heilen und Wasser. Dann geben wir ihm mal Seele. Seele wäre gar nicht so schlecht. Später gibt es noch ein Mana-Ei, was man holen kann. Das wird ein bisschen eine heftige Herausforderung sein. Nicht Sternseele. Wobei das eigentlich... Aber gut, das sehen wir später. Seele. Dann fertig machen. Jetzt ist eh egal, jetzt kann ich alles fertig machen. Sepp. Ah, der ist komplett auf Angriff gelegt, das Ding. Das ganze Ding ist auf Angriff. Ah, na jetzt. Gut. Aber wir haben ja noch... warte mal. Seele, also Wasser auf jeden Fall, Wind und Blitz. Wasser, Wind, Blitz, dann kann man ihn schon mal auf jeden Fall gute Objekte nach dem Kampf, wenn gar nicht mal so schlecht. Wasser. Noch was? Ja, dann halt Wasser, dann bleibt das halt dabei. Ja, ich glaube, Blitz hat der Ding sie, glaube ich, zweimal, oder so ähnlich. Blitz? Ne, Wind und Blizzard. Irgendwo hatte ich sie nicht zweimal drin? Boah, das weiß ich jetzt gerade echt nicht, oder? Herde und Explosion. Nee, hatte nicht. Habe ich Blitz? Ah, ich weiß, wem ich Blitz gegeben habe jetzt. Warte. Das ist doch hier. Zweimal mit Blitz war doch sie, oder nicht? Nee, auch nicht. Feuer war sie zweimal. Hä? Gab's noch einmal Blitz? Guck gerade echt durch. Doch, hier gäbe es Blitz, aber das lassen wir. Lassen wir es einfach mal so jetzt noch stehen. Wir können ihm auf jeden Fall aber Dings geben. Erhöhtes Leben. Mana regenerieren braucht er nicht unbedingt. Konterversuche gar nicht mal so schlecht. Stärke ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich echt gar nichts mehr. Härte hat er... Nee, dann lass mal Härte noch. Dann passt es eigentlich soweit. Dann haben wir so ein bisschen was. Rudo ist komplett auf Dings. Sie ist auf Mana. Er ist eigentlich auch ein bisschen so mittel drin. Ja, lassen wir es mal so. Das passt. Das können wir weitermachen. Das Königreich. Hallo.
jetzt einfach immer mit allen so durch. Ach, dieser Humbler ist auch weg irgendwie. Jetzt da so eine Klubsche auf. Boah. Spaß eigentlich die ganze Zeit, euch die Asche zu versohlen. Kann man gerne den ganzen Tag so machen. Solange sie echt gut sind. Und Tschüssikowski. Knapp 4000 Schaden, ey. Schon sehr, sehr hart. Aber bei ihm fehlt es noch ein bisschen an Stärke. Wobei später kommt das Schwert dann eh. Try it. Und tschüss. Macht was. Ja, wenn man auch so sieht, zeige ich noch auf Dings auf einen leichten Schwierigkeitsgrad. Gibt der denn schwierig? Soll keine hier Party sein, ne? Also wohlgemerkt.
Ah, warte, nochmal zurück, nochmal zurück. Gehen wir gleich. Ich wollte noch kurz was gucken gehen. Aber wir gehen jetzt auf Raul-Anhöhe. Verkauft er das schon? Nee, Gegenstände. Ja. Nee, normalerweise gibt es einen, der verkauft die. Waffe brauchen wir nicht, das kann ich lassen. Kann ich zwar holen, ist aber schwächer, aber es senkt den Angriff. Aber für ihr kann man, für sie kann man das holen. Ja, wobei, jetzt werden wir eine ganze Zeit mit ein paar Untoten die ganze Zeit kämpfen. Da ist es gar nicht mal so verkehrt, dass sie das hat. Windbasiert. Dafür kann sie sich wieder kaum bewegen, ey, die Alte. Nein. Nein. Na, Blitz für ihn. Ja, das kann man machen. Kaum was verdient daran. Okay. Doch nicht. Nein, 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 nein. Alles gut. Tschüss. Gehen wir hier auf den Keks. Zeige ich euch, wo man ein bisschen auf jeden Fall leveln kann tatsächlich. Müsste normalerweise klappen eigentlich. Ja, Special Level. In diesem Bereich kannst du ohne Auswirkung auf den Storyverlauf nach Herzenslust kämpfen. Und hier kannst du jetzt komplett trainieren. Also hier kannst du wirklich komplett, also jetzt nicht hier, sondern ich zeig's euch jetzt. Es wird mega Spaß machen, es wird auch ebenfalls eine Härteprüfung. Wir machen das auch einmal komplett, und zwar im nächsten Video, wie wir da ein bisschen leveln werden und uns natürlich den, das letzte Mana-Ei natürlich holen werden. Das ist, was heißt, harter Brocken wird es nicht unbedingt sein, aber es wird da Gegner geben, die ordentlich ein Dings haben. Wumms. Es wird welchen geben, die haben einen ordentlichen Wumms. Das ist so, das wird auch so sein. Gut. In diesem Sinne mache ich hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Part, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen, haut rein und viel Spaß.